Ach, wär's doch nur ein Wunschkonzert hier im Stadion. Wir begrüßen Sie am Kommentatorenmikrofon, Manni Beugmann und Frank Buschmann. Dankeschön, Manni. Herzlich willkommen zu diesem Fußballspiel. Und lange Rede, kurzer Sinn. Auf geht's. Die Spieler sind unterwegs und wir freuen uns auf 90 Minuten guten Fußball. Trojan. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Und aus der Distanz hätte er beinahe getroffen. Trojan. Er attackiert, er will den Ball. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Er sucht den Zweikampf. Und der Schiedsrichter gibt zu bedenken, so fangen wir hier erst gar nicht an. Da nutzt keine Ermahnung, da gibt es eine Verwarnung. Gelb. Und da attackiert er ihn. Jetzt könnte es gefährlich werden. Lill. Da haben sie sich zu früh gefreut. Der Angriff ist schon wieder beendet. Da wird der Trainer zufrieden sein. Raphael. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Die Flanke kommt gut. Ja, und die Flanke abgefangen. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel, den Schuss abgeblockt. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Grilic. Lustenberger. Rob Friend. Und schon wieder eine Grätsche. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Grilic. Den holt sich der Keeper. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Da geht er in den Gegner rein. Der bleibt stehen, der will nicht zu Boden gehen. Die Flanke kommt nicht durch. Erster Körper und dann der Ball ins Aus. Klare Entscheidung, Ecke. Unsicher wirkt das Ganze, aber geklärt. Diesen Einwurf für den Gegner kann der Verteidiger in Kauf nehmen. Ja, klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Ja, der Junge ist schlau, er springt einfach über den grätschenden Angreifer hinweg. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Gute Flanke. Die Flanke kommt nicht durch. Rob Friend. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Da geht er in den Gegner rein. Grilic. Rob Friend. Ein herrlicher Pass. Das ist eine riskante Sache, im 16er so zu attackieren. Wer besaß den Ball? Wie lange? Die Ballbesitzstatistik. Er greift ihn hartnäckig an. Es gibt Freistoß, so steht es in den Regeln. Ganz schnell der Freistoß ausgeführt. Attacke auf den Gegner. Und Achtung, was macht der Schiedsrichter?
Bei diesem Foul, da reicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Und der Torwart schnappt sich den Ball. Da bearbeitet er den Gegner. Rob Friend. Das muss einen Freistoß geben. Sonst gibt es hier die lustigen Holzhackerwurf. Der Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Vorsicht, Kopfball. Dieser Schuss, liebe Fußballfreunde, war kein Qualitätsnachweis. Und das war das Ende der ersten Halbzeit. Das war zwar keine klasse Partie, aber wir haben guten Fußball gesehen. Absolut, allerdings noch mit relativ wenig Risiko. Da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Rob Friend. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Für dieses Foul sieht er gelb. Ein Pass wie aus dem Bilderbuch. Gefahr. Und da grätscht er in den Gegner hinein. Attacke auf den Gegner. Da kämpft er weit draußen und hat den Ball. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Das war eine Bilderbuchflanke. Die ersten paar Meter sah sie gut aus, die Flanke. Aber jetzt ist alles schon wieder vorbei. Da habe ich aber schon andere Schüsse gesehen. Ein Sieg soll es werden, aber nicht mit dieser Schusstechnik. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Tolle Flanke. Tja, die Flanke geht ins Leere. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Er straubt. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Das war kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Gelbe Karte. So sieht ein Pass aus. Meierhofer. Das klingt ja wie im Krieg. Lufthoheit. Aber die hat er. Er kriegt die hohen Flanken. Ein sehr schöner Pass. Er attackiert, er will den Ball. Er holt ihn sich per Grätsche und... Oh, das war ein Foul. Und er hat schon gelb. Und wenn ich richtig mitgezählt habe, ist es seine zweite gelbe. Und die Entscheidung geht völlig in Ordnung, Manni. Leichtsinnig, wie er da reingeht. Und so schadet man seiner Mannschaft. Da kann der Keeper relaxen. Es gibt Abstoß. Oh, da ging es aber heute richtig zur Sache. Das nennt man wohl ein körperbetontes Fußballspiel. Wenn Sie mich fragen, mangelnde Konzentration jetzt. Es wird gewechselt. Rob Friend. Meierhofer. Und Achtung, genau hingeschaut. Und dieser Flankenball sorgt für keine Gefahr. Und da attackiert er ihn. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Kriegt er keine Karte, aber ein paar ernste Worte. Ja, das finde ich ja ganz gut, wenn der Schiedsrichter da auch mal diese Möglichkeit nutzt, mit den Spielern zu sprechen. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Rob Friend. Er attackiert, er will den Ball. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Grandiose Attacke und das wird belohnt mit Ballbesitz. Das
Das ist es! Hübsche Flanke mit Schönheitspreis, ist aber nichts draus geworden. Der Verteidiger blockiert den Ball. Da steht er gut und deswegen hat er null Probleme. Ja, aber das war auch nicht wirklich eine schwierige Aufgabe. Raphael. Rob Friend. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Patrick Ebert. Rob Friend. Er greift ihn hartnäckig an. Ja, das könnte was werden. Das muss es sein! Ausgerechnet jetzt gibt's hier einen Elber. Knüppel, knüppel, dick kommt es jetzt. Ein Elfmeter und nicht. Jetzt wird gewechselt. Unglaubliches Tor! Nicht viel Heckmeck, ohne Nerven verwandelt diese Elfmeter. Sensationell, ohne jedes Nervenflattern. So, jetzt haben wir das erste Tor schon in der zweiten Halbzeit. Das hat lange gedauert. Gut geklärt von ihm. Lill. Attacke mit Grätsche. Vorsicht. Solche Chancen kriegst du nur drei oder viermal im Spiel. Ich glaube, es war die vierte. Und das sind genau die Situationen, wo sich der ganz groß... Jetzt kommt keine Verbesserung des Resultates mehr. Auch keine Verschlechterung, denn das Spiel ist vorbei.